gerichtet. Herzlich willkommen zur nächsten und vermeintlich letzten Remember Me Episode. Ich bin Soevo und bei deinen Verbindungen solltest du dir keine Sorgen machen. Ich werde dich also endlich treffen. Hören die gerade nochmal das kurze Gespräch? Folge der Reminiszene, die dir dein Vater gab, dann ist alles vorbei. Wie kann ich H3O denn abschalten? Wie auch jede andere Maschine. Edge! Ja. Edge! Ja, wir brauchen jetzt nur noch einen Scaramec. Und, ja. Müssen jetzt hier dem ganzen Ding mal folgen. Das ist halt allerdings ein bisschen tricky, wie ich gehört habe. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Papa mag es nicht, wenn wir hier unten sind. Dass wir nicht noch, aus Versehen irgendwas triggern und dann nicht mehr zum Scaramec zurück können. Der ist nämlich ganz am Ende, direkt vorm Endboss. Und wenn man den Endbosskampf triggert, dann hat man, ja, gelitten. Müssen wir jetzt erstmal den ganzen Weg wieder mal entlang gehen. Super blöde. Jax, lass mich nicht allein. Aber okay. Bisschen schneller wäre schon cool, aber was soll's. Irgendwie habe ich mich ein bisschen verlaufen, glaube ich. Wie ist darum? Ich war kein sehr glückliches Kind. Jax war dein einzig wahrer Freund. Da bist du. Du hast nicht geantwortet. Lange hatte ich deine Erinnerungen nicht mehr erlebt. Fast vergaß ich, wie sie schmerzen. Was heißt neu erlebt? So viel Schmerz, Schwester. Und so lang! So leer, so... Wow. Ja. Du machst mir Angst. Weiter, kleine Schwester. H3O muss verschwinden. Immer weiter, immer weiter. Bis zu diesem einen Bildschirm. Wir müssen jetzt aber auch eigentlich bald kommen. Weg zu Papas Büro. Genug jetzt. Nimm meine Hand. Wir kommen zu spät. Okay. Ich laufe jetzt mal keinen Meter weiter. Und gucken wir jetzt erstmal an, was wir genau tun müssen. Auf jeden Fall ein paar Schritte zurück, scheinbar. Da ist er, der letzte Scaramec. Ja, müssen wir jetzt die Trophäe kriegen. Sehr schön, da ist die Seuchenkontrolle und die Platin-Trophäe auf nie vergessen. Ja, dann haben wir das Ganze geschafft. Ich bin sehr froh, dass das gab jetzt meine 7. Platin-Trophy. Ja, ganz schön, die ich finde. Es war jetzt auch eigentlich eine ganz faire Platin-Trophy. Wir mussten das Spiel im Prinzip einmal auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchspielen und dann einmal nochmal nachspielen, um alle versteckten Sachen zu bekommen, also alle Scaramec zu finden, alle Minisys und so weiter. Ja, war relativ okay, wie ich finde. Ging im zweiten Durchgang jetzt auch relativ schnell. Wir hatten jetzt nur 20 Episoden, 20 Minuten etwa. Was etwa 5 Stunden nochmal im Nachgang macht. Also für die Platin-Trophy so, sagen wir, ja, 15 Stunden ist schon hochgegriffen. Ich denke eher so zwischen 13 und 15. Das ist relativ fair für die Spiele heutzutage, finde ich. Und ja, das war dann im Prinzip auch der Abschluss mit Remember Me. Es war die letzte Episode, die ich da gemacht habe.
Weiß nicht, wenn noch irgendwas ist, was ihr noch irgendwas sehen wollt, dann sagt gerne Bescheid. Vielleicht werde ich das dann auch nachholen. Wahrscheinlich schon. Ansonsten bedanke ich mich für alle, die dran geblieben sind und denen ich bei den Drophys helfen konnte. Oder, ja, wer einfach nur seinen Spaß halt gehabt hat. Und dann verabschiede ich mich auch und ja, hoffe, ihr schaut euch noch andere Let's Plays auf WePlayGame4U an. Und ja, dann sage ich mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.